ob sich alle grün sind. Auftakt ist immer auch für mich spannend. Ne? Wie sind die vier jetzt bei dem ersten Gastgeber? Wie schlagen sie auf? Wie geben sie sich? Die Erwartungen sind hoch, die Ansagen klar. Lynn ist ziemlich cool. Es ist cool, puristisch, eine einfache, gute Küche. Und es ist ein modernes Konzept. Ich hätte ganz gerne so was knackig, frisches, Salate, ein bisschen, ja, ein Spektrum irgendwie, so ein Aha-Erlebnis. Benjamin ist schon mal vorsichtig optimistisch. Es kann immer was schiefgehen, wir leben in der Gastronomie, in der Küche kann immer was passieren, aber wir haben gute Handwerker und wir sind alle gelernt und da, glaube ich, sollte nichts schiefgehen. Ob der Lindenblatt-Chef die Mitstreiter wirklich zu eingefleischten Fans macht? Mal abwarten. So, der Grill ist angefeuert und heute grillen wir sie weg. Dann mal rein in die hippe Bude. Alles Gartenfans? Oder sieht irgendwer rot? Geiles ja, Grün hier. Super. Sieht schick aus. Türkis. Ja. Finde ich auch. Gut aufgestellte Bar. Fühle ich mich direkt heimisch. Wow. Und die Löffel, guck mal, da eingebaut in den Lampen. Das ist doch was. Super schön. Das macht gleich einen qualitativ hochwertigen Eindruck. Ist wirklich ein toller Laden. Es ist ein cooler Mix aus guter, schöner Gastronomie und einer entspannten Atmosphäre. Und das passt irgendwie auch hierher. In diesem Stadtteil. Und Grillgärtner Benjamin weiß natürlich, wie man seine Gäste hegt und pflegt. So, willkommen. Plätzchen habt ihr gefunden? Danke, ja. Hi. Hi. Das ist unser Serviceleiter für heute Abend, der Sebastian. Der führt euch heute durch den Tag. Schön, durch den Sebastian. Sebastian. Hallo Sebastian. Hi. Grüß dich. Ihr habt dann was zu lesen mitgebracht. Oh, danke. Die Speisen- und Getränkekarte. Mhm. Außerhalb der normalen Karte habe ich noch drei besondere Schmankerl für euch als Sonderempfehlung. Und zwar ist das ein Lammkarree mit Bärlauchkruste. Dazu haben wir Polenta als Creme, Polenta gegrillt und Lammherzragout. Die meisten Menschen, die was essen, die kennen einen Schnitzel. Und Schnitzel kommt vom Schwein. Aber wo das herkommt und dass das ein Tier ist, das auf der Weide steht und auch Pfoten, Köpfe, Ohren, Augen, Innereien, Herz, Leber, Nieren etc. alles hat, das geht bei den Leuten gar nicht so weit in den Kopf rein, weil man hat immer nur ein Stück Fleisch vor sich. Und wenn dann jemand handwerklich wieder zurückgeht und aus dem Herz ein tolles Ragout macht, das kann man wirklich toll machen, ich habe das selber auch schon gemacht, dann finde ich das fantastisch. Also der Christian hier auch, der kommt aus der obersten Liga, ne? Also der weiß das sofort zu schätzen, ne? Ich schätze, er isst das auch. Dann habe ich noch ein schönes Porterhouse-Steak und eine Côte de Bœuf. Beilagen müsstet ihr euch selber aussuchen, findet ihr rechts in der Karte. Karte finde ich an sich ja sehr, sehr schön, weil ich selber Grafiker bin. Aber der Gast will es einfacher haben. Er will kaum, ha, ich will das haben. Ich will da nicht viel zu viel blättern, das bringt mich, also tatsächlich, ich bin zum Schleudern gekommen. Hat er mir nichts empfohlen, würde ich wirklich lange brauchen. Mal sehen, ob Thale das Küchenteam genauso kritisch beäugt wie die Speisekarte. Hallo Jungs. Oh, moin. Moin, grüß dich. Kannst du mir helfen oder was? Ja, können wir gleich gucken, was ich helfen kann. So. Also ich bin gerade dabei, dann die Fellung zu machen. Wow, das ist ja meine Vorspeise. Programmieren, kannst du am besten mal. Da bin ich gespannt. Oh, hier haben wir schon mal das Fleisch. Das sieht schön rosa, wie eine Kalbsnehmerrolle. Das sieht herrlich aus. Genau, 24 Stunden gegart, so wie. Darf ich fragen, was du da hast? Das ist Thunfisch, weißer Thunfisch. Also weißer Thunfisch. Nachhaltig, mit einem, kein Gelbflossen, mit einem Weißflossen, weil der halt geschützt ist. Okay. Vom MSC. Und wie gesagt, woher daraus machen wir jetzt einen Tatar. Woher kommt das? Der kommt aus dem Atlantik. Der war refresh. Für mich kommt kein Refresh auf meinem Teller, denn ich bin Thunfisch-Freak. Und ein gefrorener Thunfisch hat für mich keinen Geschmack mehr. Darf ich einen Handschuh nehmen? Auf jeden Fall. Automatisch, wenn ich Fisch anfasse, möchte ich nicht mit rohen Händen anfassen. Also die Jungs haben bestimmt ihre Hände gewaschen, das müssen sie ja auch. Aber für mich ist das sehr wichtig. Vom Sushi her ist es gewohnt, immer den rohen Fisch in großen Mengen und lange anzufassen. Und das ist alles richtig mit den Handschuhen, ja? Man darf aber nicht vergessen, irgendwann darf auch ein Koch mal was mit den Händen anfassen. Wir müssen uns ständig die Hände waschen. Und wenn ich jetzt was aus dem Vakuumbeutel schneide, mal kurz so anfasse, wo hört es denn dann irgendwann mal auf? Ne? Denn irgendwann haben wir keine Keime, nichts mehr und der Mensch ist tot. Ne? Also jetzt ziehen wir einmal hier die Creme lang. Was ist das für eine Creme? Das ist die Thunfischcreme. Ganz normale Vitello-Creme. Mit Mayo, Kapern, Sardellen sind drin. Mit der Thunfischsoße füllt Benjamin jetzt auch die Kalbfleischröllchen.
Genau, wir haben alles hausgemacht. Die Sämerolle ist 24 Stunden so wie gegart. Kalbssämerolle, nur zugeputzt, einvakuumiert. So, denn um das einfach nur abzuschmecken, nehmen wir wirklich nur ein bisschen grobkörniges Salz. Nette Anrichterweise, oder? Das schaut ein Vitello Tonnato mal ganz anders aus, würde ich sagen. Ne? Und jetzt machen wir das Tartar. Wie gesagt, wir haben hier diese feinen Äderchen, die wir natürlich erstmal ein bisschen wegschneiden. So, und dann hacken wir das grob runter. Beim Tartar, viele kennen es wirklich, dass es ganz, ganz fein ist. Ich möchte es aber gar nicht so fein haben. Ich möchte, dass die Struktur halt vom Fisch erhalten bleibt. Man soll den Fisch schmecken. So. Und wenn man hier diese kleinen Äderchen hat, die nimmt man natürlich mit raus. So, und das reicht eigentlich auch schon. Und zum Marinieren auch ganz, ganz einfach. Womit marinierst du? Genau, nur Olivenöl, nur ein bisschen Limettensaft, ein bisschen Sojasauce und Sesam. Sushi-Profi Thale hakt nach. Was ist das für eine Sojasauce? Das ist eine ganz normale Standard-Sojasauce, auch keine fünfjährige. Wir nehmen da ein ganz normales Produkt. Ob das Thales hohen Ansprüchen genügt? Vielleicht hilft ja Bestechung. Und weil du ein netter Kerl bist, mache ich dir zwei Nocken drauf. Ach, komm, hau raus. Der Benjamin weiß, was er tut, er hat Erfahrung. Und ich gehe davon aus, dass er mir jetzt tatsächlich auch sehr schöne, feine Küche präsentieren wird. Klare Ansage. So, und die Kapern dürfen beim Vitello Tonnato nicht fehlen. Die haben wir einfach ausfrittiert, so ein bisschen crunchy. Die kommen hier noch mit drauf. Und fertig ist das Vitello Tonnato. Perfekt. Die Konkurrenz hat ordentlich Druck aufgebaut. Kann Benjamin die hohen Erwartungen erfüllen? Jetzt geht's los. Die Vorspeisen gehen gleich raus. Ich hoffe, dass alles schmeckt, dass die Kritiker nicht so hart sind. Ja, und wir freuen uns auf den jetzigen Abend. Also, Benny ist gut drauf. Schaut auch entspannt aus. Ne? Ich glaube, der ist ja auch nicht aus der Ruhe zu bringen. Ne? Dann tischt mal auf den ersten Gang. Christines Carpaccio toppt statt Parmesan Graviera, ein griechischer Hartkäse. Thale bekommt das soeben zubereitete Vitello Tonnato. Antipasti aus mariniertem Gemüse, Hartkäse und Rucola gibt's für Christian. Den Teebeutel mit den Kräutern nach gewünschter Intensität einfach reinhängen. Daher also der Name Beef Tea für Juris Rinderessenz. Die Kräuter, die in einem Teebeutel drin waren, die Idee, fand ich genial. Weil du hast ja die Essenz in einer Tasse gehabt und konntest dann die Kräuter reinlegen und die haben sich dann entwickelt mit der Zeit. Geniale Idee. Aber auch genialer Geschmack oder eher was fürs Auge? Schön heiß, intensiv, gut gesalzen. Mehr sollte nicht sein. Was ist das, Tofu da drin? Das sieht aus wie ein Eierstich. Ist das Tofu? Ja, das sieht auch so aus. Ja, aber es ist ein Eierstich, doch, ist ein Eierstich. Selbst gemacht, definitiv. Die Kräuter kommen jetzt durch. Braucht Zeit. Braucht Zeit, ja. Die Essenz intensiv. Man schmeckt den Rind raus. Leider nicht nur das. Ja, jetzt kommt der Rosmarin sehr deutlich zur Geltung. Und ich denke, spätestens jetzt muss es raus, sonst habe ich nur noch Kräuter im Geschmack. Auf jeden Fall eine coole Idee hier mit dem Teebeutel. Und was meint der bisher schärfste Kritiker der Runde? Das Kalbfleisch ist perfekt, Creme genauso. Die Kapern waren sehr gut geröstet, sehr schön salzig. Ja, zu dem Thunfisch kann ich leider nicht mehr so viel sagen, in dem Sinne, dass ich den Geschmack nicht rausgeschmeckt habe. Weil die viel zu verschiedenen Aromen vermischt wurden. Bei Vitello Tonnato ist es nicht so, dass noch mal extra Thunfisch reicht wird. Also ja, das ist eine eigene Interpretation. Genau, und das finde ich eigentlich total Hammer. Haben sie gut gemacht irgendwie. Ich erwarte hier auch nicht hier die größten Thunfisch-Experten, aber dennoch, da ich selber jeden Tag filetiere und selber den Thunfisch angucke, der muss für mich perfekt sein. Wenn ja gut, es geht aber dabei nicht um Thunfisch, es geht um das Kalbfleisch. Ich habe auch gesagt, dass das Kalbfleisch perfekt ist. Naja gut, aber noch mal zurück, es war Vitello Tonnato, das ist ein italienisches Gericht. Da geht es nicht um Thunfisch Tartar, das ist verkehrt. Das ist Kalbstafelspitz, der rosé gebraten ist. Und dann kommt eine Soße mit Dosenthunfisch,
mit Sardellen zum Beispiel auch. Das gibt diesen salzigen Geschmack in der Soße. Ja. Ich wiederhole mich nochmal, denn mein Vitello-Tonat hat mir geschmeckt. Ja, okay. Ich kenne es auch nicht anders, weil ich es zum ersten Mal gegessen habe. Würde mir jemand sagen, bereite mal Vitello Tonato mit Kalbsfleisch und Thunfisch, würde ich einen anderen Thunfisch nehmen für mich, weil ich Thunfischliebhaber bin. Ich finde, das hat eine schöne Dynamik zwischen den beiden. Ne, Christine, der darf sie jetzt, glaube ich, auch nicht querkommen. Ne? Da, da liegt irgendwas in der Luft. Ne? Donato. Cheers. Grüß dich. Das ist Kalbfleisch. Auf den Thunfisch. Cheers, Leute, genau. Cheersy, Piercy. Nein. Christine, ja, Christine wird lustig. Das wird lustig mit der Christinchen, ja? Metalle hat sich Christine schon angelegt. Bekommt jetzt auch Benjamin sein Fett weg? Erster Gang ist aus. Hey. Ja. Wie war's? Ja, vielen Dank. Ja. War lecker, auf jeden Fall. Lecker, ja. Aber du bist verliebt, ne? Ob ich verliebt bin? Ja, total salzig war es. Total salzig? Ja. Okay. Total lecker. Ob ich verliebt, ne? Was denn jetzt? Also. Das Carpaccio völlig überwürzt? Davon will sich der Chef selbst überzeugen. Ja, ist natürlich der Crivera, der natürlich noch richtig reinhaut mit dem Salz, klar. Ich finde es jetzt nicht übersalzen. Ich finde es ist völlig okay. Okay. Ich habe das so empfunden. Das war einfach ein bisschen viel. Für mich hat es genauso geschmeckt, wie es rausgehen sollte. Wenn die Christine zweimal auf den Walzkristall gebissen hat, dann kann ich da leider nichts für. Ja, das kann, da hat er eben einfach das feine Meersalz Maldon draufgegeben. Und wenn du da einmal drauf beißt, das muss man schon einordnen. Aber gut. Ein Urteil steht noch aus. Benjamin geht die Flatter. Christian, bei dir alles okay gewesen? Die Antipasti, vom Geschmack her, von der Frische, von der Zubereitung her, vielleicht ist super. Das Einzige, was ich jetzt selber so sagen würde, wäre, wenn du jetzt alle vier Teller nebeneinander stellen würdest, hast du überall eine feine und moderne Anrichteweise. Und genau. bei dem Antipasti ist es eine andere Art des Anrichtens. Ja. Als ich es mir vorgestellt habe, habe ich einen moderneren Teller erwartet. Okay. Also Qualität top, aber Anrichte. Das ist ja, was ich immer sage, Tellersprache. Ne? Da hat er wirklich recht. Das, was die Gäste halt immer gerne haben möchten, ist Antipasti. Und wir haben es auch oftmals ausprobiert, ganz modern zu machen. Da kommen die Leute teilweise nicht zwingend mit klar. Die Gäste sind nicht immer 1000% aufgeschlossen. Und den Großteil zufriedenzustellen, ist am Ende des Tages das, was dein Ziel ist. Ne? Und nicht dich selber zu verwirklichen. Und da muss man so diesen Spagat hinkriegen, beide Seiten glücklich zu machen. Und das hat er gut gemacht. Ich hoffe, es hat trotzdem geschmeckt. Nein, es hat auf jeden Fall geschmeckt. Ich würde es auch wieder bestellen. Danke, danke. Mir ist Kritik natürlich von Christian sehr wichtig, ist ein guter Kollege. Und so werden wir vielleicht neu anrichten. Jetzt muss Benjamin sich in seiner Königsdisziplin beweisen, dem Fleisch. Ja, gute Qualitäten, das siehst einfach schon schön abgehangen alles. Aber auch perfekt zubereitet. Das ist dein Reich hier, ja? Das ist schön warm. Ja, das ja. Stimmt. Ja. Klein, aber fein. Angenehme Küchenwärme, ja, das kennt man ja, ne? Die Temperatur ist sehr heiß, aber es ist auch nichts Ungewöhnliches in kleinen Küchen. Und kleine Küchen sind auch nichts Ungewöhnliches. Ne? Du bist in einem Stadtteil, das ist ein älterer Stadtteil, du bist in alten Häusern. Das heißt, du hast keine Neubauküchen mit keine Ahnung wie viel Quadratmetern. Und deswegen musst du dich auf dem zurechtfinden, was du hast. Und das haben die hier gut gelöst. Ich habe schon mal deinen Steak vorbereitet, dein Porterhaus. Man sieht, schönes Ding. Dry Age, 4 Wochen lang, fetter Filetanteil. Ja, ganz klar, Porterhouse-Steak, ne, wird aus dem Rücken geschnitten, hat dieses T-Stück drin und da ist Roastbeef ein Teil drin und eben auch Filet. Ne? Klassiker, ne? Bewunderung erntet auch Benjamins Feuerstelle. Du hast hier einen schönen Lavastein gegrillt, ne? Genau. Wie bist du damit zufrieden? Wie ist sehr, sehr. Sehr, sehr. Das Gute ist halt wirklich, das ist halt regulierbar. Und das Gute ist, man sieht Flammenentwicklung. Ja. Gerade wenn Fett austritt, man zieht es ein bisschen hoch, hat ein bisschen weniger Hitze. Die von der Flamme geküsst ist okay, aber verbrannt schmeckt halt überhaupt nicht. Ja. Dry Age bedeutet übrigens, dass das Fleisch an der Luft gereift ist. Dadurch wird das Steak zarter und der Geschmack intensiver. Wie hattest du es bestellt nochmal? Was wolltest du? Medium Rare. Ja. Sehr gute Entscheidung. Ja, ich wollte gerade mal. Gerade beim Dry Age auch. Also das Problem ist halt, wenn man Dry Age halt wirklich ein bisschen zu lange gart, wird es halt schnell zäh. Ja, wie lange lässt du es drauf so? Erstmal will ich natürlich eine schöne karamellisierte Seite haben. Ja. Ich will ein schönes Röstaroma am Fleisch haben. Und wenn das Steak jetzt ein bisschen dicker wäre, jetzt machen wir es gleich ein bisschen nach Gefühl,
Und wir grillen es auch wirklich nur an und garen normalerweise im Ofen weiter, um einfach die Sicherheit zu haben. Und wir haben keine Verbrennung am Fleisch. 2 Minuten maximal von jeder Seite. Genau, so dass man ein richtig schönes bisschen Power gekriegt hat. Ja. Einfach ein Stück Fleisch am Knochen, weißt du, das hat noch eine eigene Aromatik, ne? Und auch saftiger, ne? Da, wo es am Knochen gab, ne? Wieso salzt du es nicht vorher? Das ist eine Marotte von mir. Ich weiß, jeder Koch macht es anders. Der eine salzt. In Spanien hauen die da so viel Salz drauf, dass es nachher abgeschlagen werden muss. Ich bin einfach der Meinung, wenn es nachher aufgeschnitten wird, es gibt schönes Meersalz dazu, Maldonsalz und viel Spaß. Ne? Dann kann auch jeder ein bisschen selber entscheiden. Es geht um den Fleischgeschmack und ich möchte jetzt nicht großartig beim Fleisch vorher salzen. Finde ich gut, ja. Also unbedingt vorher salzen. Es geht besser ins Fleisch rein. Da bin ich großer Verfechter von. Bei rotem Fleisch salze ich es und gebe eine ganz kleine Spur Zucker drauf. Weil ich mag es auch, wenn es anfängt zu schwitzen. Ja, sag ich jetzt mal. Und dann auf dem Grill, dann gibt es so eine karamellisierte Oberfläche und da Zucker und Salz. Und dann hat das nochmal Wumms. Ob Benjamins Fleischwerk trotzdem überzeugen kann? So, jetzt lassen wir es noch ein bisschen ruhen. Ja. Und dann geht's. Hast du gleich dein Essen? Wenn ich richtig Bock auf Fleisch habe und es wird angeboten und keiner am Tisch findet sich, der sich das mit mir teilen möchte, dann esse ich das alleine. Und wenn mir die Vorspeisen gefallen, dann esse ich auch die Vorspeisen. Keine Angst, verhungern wird hier niemand. Oh, dann hätte ich schon mal einen kleinen Appetizer. Wow. Meine Vorspeise? Genau. Einmal das Ohlala. Schon mal mit etwas Maldorsalz. Juri verleibt sich satte 800 Gramm Porterhouse-Steak ein. Bescheidene 650 Gramm Côte de Bœuf gibt's für Thale. Tja, was haben wir jetzt falsch gemacht? Da hegt wohl jemand Futterneid. Was, Christian? Dabei kriegst du ja auch was Feines. Lammkarree mit Bärlauchkruste, Polenta und Linsen. Christine ist scharf auf den Chili-Cheeseburger mit Jalapenos. Wenn du irgendwo sitzt, ne, und dir von deinen Nachbarn die Gerichte anguckst und dann dich auf jeden Teller einlassen könntest, ne, dann bist du wirklich in einem tollen Restaurant. Und das ist hier gerade definitiv der Fall. Also echt schön. Aber können auch die inneren Werte überzeugen? Auf den Punkt, medium rare. Haben die super gemacht. Perfekt gegart ist Juris Porterhouse-Steak schon mal, aber schmeckt's auch? Das Roastbeef ist wunderschön medium rare gebraten. Das Filet geht eher in die Medium-Richtung, was aber für meine Meinung nach normal ist, weil es sehr schwierig ist, zwei unterschiedliche Fleischstücke an einem Gesamtstück gleich gar zu kriegen. Weil das Filet hat kaum Bewegung, hat kaum Muskelmasse, zieht schneller durch und das Roastbeef braucht einen Tacken länger. Das heißt, du hast im Normalfall, wenn du das gleichzeitig grillst, was man natürlich macht, hast du eine Seite immer einen Tacken mehr gegart. Dann hat Benjamin ja nichts falsch gemacht. Willst du noch was loswerden, Juri? Übers Fleisch kann ich jetzt nicht viel Schlechtes sagen. Es war schön, es hatte schöne Aromen, es war gut gebraten. Die Beilagen, das getrüffelte Kartoffelpüree, schön von der Konsistenz, glatt gezogen. Trüffelöl ist sehr, sehr dezent. Ja, also der Trüffel ist sehr dezent. Die Pimentos, da braucht man nicht viel zu sagen. Pimentos halt. Gebraten, bisschen Salz drauf. Salz, Christines Reizthema. Ob ihr nach der Vorspeise auch der Burger zu stark gewürzt ist? Entschuldigung. Die Dame möchte Wasser. Wasser. Oh, total scharf gerade. Oh, es brennt. guck mal, meine Zunge. Kaputt. Ja, es geht aufs ganze Gesicht über, Christine. Ist zu scharf? Willst du lieber ein Glas Milch? Ja, das auch gerne. Ja. Ich war sehr überrascht, wie ich die vielen Chili in mich reingeschlungen habe. Anscheinend bin ich sehr empfindlich darauf. Ich weiß es nicht. Also, boah, es war für mich richtig am Art. Oh, ist das schön. Boah. Aber dann frage ich mich, wieso man dann sowas bestellt, ne? Milch bitte! Ey, tut dir das wirklich nichts? Also, angenehm, scharf. Ich glaube, Christine, der mich die anschaut, ist das cool. Wenn du schon Chili bestellst, müsstest du das austragen können. Na komm, nimm noch mal ein kleines Säppchen. Komm. Naja, gut. Ich muss noch reden. Das Fleisch ist angenehm, super gut gebraten. Schmeckt hervorragend. Geht auf der Zunge. Aber leider die Beilagen, ich habe es so bestellt und es ist auch sehr, sehr gut, das Ganze.
aber leider zu scharf für mich. Habe ich vergessen. Sie hat vergessen, dass sie nicht so gut scharf verbrennt. Sie hat sich sehr, sehr verbrannt damit. Ja, das stimmt. Thales Bewertung des Hauptgangs fehlt noch. Auch die von Christian. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die Linsen auf den Punkt gegart sind, ne? Hoffentlich hat Benjamin Mikes Rat nicht genauso vergessen wie etwas anderes. Toll, du hast was vergessen. Ach, deine Kräuterbutter. Du hast nichts gesagt, Mensch. Du Schweinebacke. Ich hoffe, dass auch ohne Kräuterbutter alles allen geschmeckt hat. Auf die habe ich gewartet. Aber die war nicht nötig. Das Fleisch hast du exzellent gemacht. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich hatte tatsächlich nicht gedacht, dass es so gut schmecken würde, besonders noch hier im Linden. Weil das untypisch ist für diesen Bereich. Preisklasse ist dementsprechend hoch. Und ich glaube nicht, dass da jeder Zweite hier reinkommt und sagt, pass auf, einmal von dem Côte de Bœuf 3 Wochen lang gereift. Da sind wir im falschen Viertel. Aber bei mir ist es gut angekommen. Christian, bei dir das Lamm, wie hat es dir geschmeckt? Das Lamm, das war hervorragend. Also ich schätze mal, du hast das Sous Vide vorgegangen. Genau. Und es war durchweg rosa, butterzart, ganz fantastisch. Toll durchdacht auch, hast die verschiedenen Konsistenzen. Das Lammherz-Ragout war genau meins. Mit viel Herz war das Gericht, ja. Schön gesagt, mit viel Herz. Das Einzige, was ich mir vielleicht gewünscht hätte, wäre, dass du vielleicht Soße à part noch mal gibst, dass man da noch mal ein bisschen was nachgießen kann. Ja. Das wäre der einzige Verbesserungsvorschlag an dem ansonsten wirklich tollen Gericht. Vielen, 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 vielen Dank. Sehr schön. Danke. Danke. Bis auf Christines Chili-Desaster eine gelungene zweite Runde. Kritik ist eingeholt. Lamm war sehr gut abgeschmeckt, war sehr, sehr gut. Das Einzige, was ein bisschen gefehlt hat, war die Soße ihm. Sollten wir nächstes Mal ein bisschen à part geben. Das Steak von Thales war exzellent gebraten. Das Einzige, was gefehlt hat, war seine Kräuterbutter. Hat ihm aber keinen Abrieb getan. Hätte er ein bisschen früher was gesagt. Ich glaube, wir gehen da sehr, sehr gut raus. Vielen Dank, Jungs. Der Mike war ja heute Morgen da und dem waren die Linsen ein bisschen zu hart. Diesmal waren sie nicht mehr zu hart, definitiv. Wir haben darauf geachtet, haben die ein bisschen vorblanchiert und dann war okay. Um die Nachspeisen kümmert sich eigens eine gelernte Konditorin. Mal sehen, ob auch weiterhin alles rund läuft. Ich wieder. Oh, sehr gut. Das ist die Zitronentart? Ja. Den Mürbeteig backt ihr selber, oder? Wir machen alles. Okay. Das ist sehr. Das Einzige, was wir nicht machen, ist Eis. Ja. Da, dafür ist es zu warm hier drin, ja? Dafür ist es zu warm hier drin, wirklich nicht runtergekühlt. Also zu zugekauftem Eis kann ich nur Folgendes sagen, es ist eine hervorragende Idee, sowas zu machen. Wenn du dann auch noch einen tollen Zulieferer hast und hinter dem stehen kannst, dann kann der einfach Dinge besser darstellen als du. Lecker. Das ist ein richtig gutes Eis, da sind keine Kristalle drin, eine schöne Säure hinten raus, echt top. Bei einem schönen Eis, das ist cremig, ne? Das ist, zergeht auf der Zunge. Wenn ein Eis häufiger schlecht gelagert wurde oder lange draußen steht und wieder eingefroren wird oder auch kurzzeitig draußen steht und wieder eingefroren wird, das kennt auch jeder, glaube ich, von zu Hause mal, dann hat das so ganz kleine Eiskristalle. Und das ist einfach nicht so ein ganz schmelziges Gefühl auf der Zunge. Und das war da perfekt. Zum Schmelzen bringt Laura auch gleich das Baiser-Häubchen. Laura, soll ich dir den Brenner gleich schon mal anmachen? Ja, das wäre, glaube ich, super. Können wir gleich weiterarbeiten. Ja. Das wäre super. Ach so, das gibt dann so eine Tart, die dann die Spitzen außen so braun hat, ne? Und in der Mitte ist quasi so als Überraschung das Eis. Das Eis. Cool, gute Idee. Witzig ist, dass du das Eis in der Mitte nicht siehst. Und Eis vermutet man ja immer, also selten unter was Flambiertem, ne? Weil das müsste ja theoretisch dann zerfließen. Ist aber nicht so. Sie spielt mit den Konsistenzen. Das heißt, du hast immer was Knackiges dabei, du hast was Weiches dabei, du hast was, was du durchbrichst und du gibst dem Gast ein Stück weit den Weg vor. Das heißt, es ist immer einfacher für jemanden, ein positives Erlebnis zu schaffen, wenn du gar nicht anders kannst, als alles auf einen Löffel zu nehmen. Ach Gott, toll. Ich will wieder hin. Genau, wir machen ein bisschen Azina-Kresse drauf. Was ist das für eine Kresse? Das ist die schmeckt ziemlich nach Honig und nach Fenchel. Ja, darf ich die Kresse vielleicht mal probieren? Ja, klar. Super. Das ist dann mein Dessert für heute, ja? Du wolltest auf die Linie achten. Ja, auf jeden Fall. Ja, schön frisch. Ja. Auf jeden Fall. Anis kommt durch, ja, ne? Ja, genau. Und dieses so Salmiak, ne, so ein bisschen ölig. Ja, ist, also das ist schon mit einer unserer Lieblingsfressen. Und vor allen Dingen sieht es halt einfach schön aus, ne? Das ist immer ein Wochenstart, ne? Der hat sich aber gewaschen, ne?
würde ich jetzt mal sagen. Das sage ich, bevor die Desserts jetzt kommen. Wow. Kann die Lokalcrew das bisherige Niveau tatsächlich halten? Die Konkurrenz ist weiterhin kritisch. Schließlich will jeder den Sieg. Christians Creamy Toffee besteht aus Likör, Espresso und Marshmallow. Lauras Brownie mit Vanilleeis gibt's für Juri. Christine testet eine Panna Cotta mit Erdbeeren. Und Thale die flambierte Lemon Tart mit Zitronensorbet. Sauer macht ja bekanntlich lustig. Ob das heiß-kalte Törtchen Thales Kritikerherz wirklich erweicht? Ich habe hier das Lemon Tart bestellt. Das ist sehr gut gemacht, nicht zu viel Zitrone. Genau, das hat man sehr gut rausgeschmeckt. Also kein Verbesserungsvorschlag. Hört, hört. Und Christian, läuft's bei dir? Anstelle eines Desserts einen Longdrink zu servieren, das ist, glaube ich, auch nicht mehr unüblich. Ich möchte auch nichts Falsches sagen, aber es war in Anlehnung an einen White Russian ähnlich. Mhm. Dieser Toffee-Geschmack ist gut durchgekommen. Es war sehr süß und die Marshmallows waren auch sehr süß. Das ist nicht unbedingt mein Favorite, aber es war auf jeden Fall lecker und es gibt mit Sicherheit viele, die das richtig toll finden. Ob das Dessert Christine für ihr Chili-Trauma entschädigt? Also ich habe hier ein ganz wunderbares angerichtetes Panna Cotta. Obendrauf mit einem Biskuitteig. Hier ist ein bisschen Waldmeister. Die Erdbeeren eingelegt in einer Soße von Erdbeermus, würde ich sagen. Top, ich bin total erfreut. Das Panna Cotta hatte eine sehr gute Festigkeit, total klasse gemacht. Also die Desserts da waren erste Sahne, fand ich. Droht nach den ganzen Lobeshymnen jetzt der Abgesang? Also, ich muss ein bisschen enttäuschen. Es war leicht verbrannt. Oh. Das Eis war zu flüssig von vornherein. Ach, ich mach nur Spaß, es war genial. Richtig geil. Mega geil. Das war gemein jetzt, ne? Hat er gut gemacht, der Juri, ne? Ich habe jetzt auch kurz gedacht, was? Das hat so toll ausgeschaut, ne? Diese schöne Karamellsoße mit dieser leichten Butternote, schön warm serviert. Also hast du super gemacht. Sehr schön. Toll. Das verrückt. Schön, dass dein Name auch da steht, ja, beim Dessert. Perfekt. Alle vier Gerichte, die Bombe. Für mich war es ja echt ein toll. Knaller. Vielen Dank. Es freut mich wirklich, dass es euch so gut gefallen hat. Ich stecke da natürlich auch viel Liebe rein und versuche das wirklich schön zu machen und dass es auch harmoniert. Gut, jetzt danke. Die schlechte Nachricht. Jo. Die Rechnung. Ja, jetzt müssen wir mal in die Mitte. Ja. Viel Spaß noch. Danke. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, das Feedback. Einfach nochmal eine Bestätigung an meinen Job, dass ich den auch kann. Umso lieber macht man ihn dann am Ende. Ja, das war, glaube ich, du hast uns die letzten Punkte, glaube ich, noch für heute Abend gerettet. Am Essen gab es wenig zu meckern. Gilt das auch für die Rechnung? 317,90 Euro sind es. Also ich finde es gerechtfertigt. Wenn ich das auseinanderrechnen würde, dann sind wir ungefähr bei 250 Euro, 247 Euro fürs Essen. Das waren insgesamt über ein Kilo Premium Beef. Das darf man wirklich nicht vergessen. Für Gesamt-Hannover auf jeden Fall eine sehr gute Preis-Leistung ist. Also ich finde es auch top, aber ich bin hier selber groß geworden. Und ich kenne ganz viele Leute, die würden kein Stück Fleisch für 70 Euro essen. Aber das Fleisch war gut und für das Stück Fleisch ist der das Preis ich ja gut? Gar nicht. Ja, du hast nein, gesagt, ich sage einfach, dass irgendwie, die haben das Konzept geändert. Und jetzt machen sie sowas. Und ich bin echt der Meinung, es wird nicht verzehrt hier. Unterschreibe ich. Doch, die wird es auch in Hannover geben, weil es gibt auch den ersten Michelin-Sterne-Koch in Hannover. Die Entwicklung ist auf jeden Fall mehr als da. Also, sie ist nicht alltäglich, aber die wird es geben, sonst wird der Benny das nicht anbieten. Den Absacker hat er sich auf jeden Fall verdient, oder? Guten Job gemacht, Benny. Benny, vielen Dank für dein tolles Essen. Es hat mir sehr gut gefallen. Und bitte nimm mir meine kleinen Kritikpunkte nicht übel. Auf geht's zur Punktevergabe. Der Lindenblatt-Chef hat ein klares Ziel. Also ich denke, dass wir unter den ersten beiden landen werden. Also letzter werden wir, glaube ich, nicht. Wenn die Konkurrenz ihn da nicht hängen lässt. Benny und das Lindenblatt bekommen heute von mir 8
Punkte. 9 Punkte. 10 Punkte. 10 Punkte. Mikes Wertung gibt es, Überraschung, erst am Finaltag. Von seinen Mitstreitern hat Benjamin satte 37 von 40 möglichen Punkten abgesahnt. Glückwunsch. Morgen bei Juri im S-Kult. Ich bin Barkeeper und bin durch die Bar so ein bisschen auch in die Küche reingerutscht. Doch neben coolen Drinks... Prost, ich probier mal. ...gibt es hitzige Diskussionen. Das ist Crossover-Endstufe. Das ist jetzt sehr rare, ja? Ich hätte das Gefühl, die sind frittiert, wenn ich ehrlich bin. Die Bratkartoffeln waren nicht frittiert. Okay, ich bin wahrscheinlich von einer anderen Welt. Ihr seid halt alle immer schlauer als ich.